Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute ist der Auftakt für die neue Champions League Saison. Und zwar geht's los. Es geht endlich wieder los, die Königsklasse. Wir schauen, bevor wir reingehen, spielen auf die Gruppen, wie sie denn ausgelost wurden. Also, wir springen ganz kurz zurück. Gruppe A mit Juventus Turin, Sporting Lissabon, Schalke und den Glasgow Rangers. Dann Gruppe B mit Paris Saint-Germain, dem VfL Wolfsburg, Trabzonspor und dem FC Basel. Dann die Gruppe C mit dem FC Arsenal, Atletico Madrid, den SC Braga, Spartak Moskau. Dann die Gruppe D mit uns, dem FC Bayern München, Inter Mailand, Zenit St. Petersburg und Feyenoord Rotterdam. Die Gruppe E mit dem FC Barcelona, Leverkusen, Manchester City und Fenerbahce Istanbul. Also Leverkusen hat eine verdammt schwere Gruppe bekommen. Dann Tottenham, Benfica, Lissabon, Anderlecht und der Hamburger SV in Gruppe F. Herr Hamburg in der Champions League, das gibt's auch nur in FIFA. Die Gruppe G mit Manchester United, Olympique Lyon, AS Rom und dem FC Sevilla. Und die Gruppe H mit dem AS Monaco, Real Madrid, PSV Eindhoven und Rosenborg. Ja, soweit die Gruppen. Wir müssen heute gegen Zenit St. Petersburg ran und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein ins Spiel. Wir spielen zu Hause, das ist schon mal gut, weil in St. Petersburg ist es ziemlich kalt und da will ich jetzt nicht unbedingt spielen. Hier kurz die Aufstellung. Also vorne Robert Lewandowski, links Benko, dann rechts Thomas Müller, Thiago, Rudi und Vidal heute im Mittelfeld. Die Abwehr mit Juan Bernat, Mats Hummels, Niklas Süle und Rafinha und im Tor Manuel Neuer. Ja, soweit dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Ja, in der Bundesliga lief es ja in den ersten Spielen nicht so gut. Da haben wir aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Heute Champions League Auftakt. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns gegen Zenit St. Petersburg schlagen. So, Allianz Arena natürlich restlos ausverkauft. Wir tun da ein bisschen weiterklicken, weil ganz ehrlich, das Prozedere kennen wir eh schon. Ich freue mich auch ehrlich gesagt auf das Spiel gegen Inter Mailand, weil das ist ja auch die Neuauflage vom Champions League Finale 2011. Was? 2011? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube 2011, als Bayern im Santiago Bernabeu gegen Inter mit 2:0 verloren hat. So, aber jetzt erstmal der Fokus auf das heutige Spiel. Anstoß für Zenit St. Petersburg. Und damit laufen die ersten 45 Minuten. Und klar, die Bayern müssen hier und heute auf jeden Fall besser spielen als in der Bundesliga. Denn da gab es in den ersten zwei Spielen eine Niederlage und nur ein Unentschieden. Und das muss heute besser werden, weil sonst wird das eine kurze Champions-League-Saison. So, die Bayern holen sie bald. So, Fabian Benko am Ball. Schon mal Tempo nach vorne. Ja, Ribéry und Robben heute beide nicht in der Startformation. Lewandowski vielleicht mit der 2. Robert Lewandowski! Fünfte Minute, die erste gute Chance, aber kein Tor für die Bayern. Stark gemacht von Robert Lewandowski, läuft er seine zwei Bewachern davon. Allerdings der Torhüter mit einer starken Parade kann zum Eckball parieren. So, Ecke Bayern. Kommt von Thiago. Kommt gut rein. Der Torwart ist allerdings zur Stelle. Aber Rafinha setzt nochmal nach. Aber verliert den Ball. Und es gibt sogar Einwurf für Zenit St. Petersburg. Stark gemacht von den St. Petersburgern. So, da ist Chuiba. Da geht es zu Crescito. Da ist Schattorf, lässt ihn da gut durch den Ball. Niklas Süle verfolgt ihn, aber dann der Fehler. Mats Hummels ist zur Stelle. Dann ab geht's über Arturo Vidal. Uiui, das war ein bisschen harter Ball für Arturo Vidal. Und da ist die Chance dafür Zenit St. Petersburg. Diese Fehler im Aufbauspiel der Bayern, das hat schon die Niederlage gegen Wolfsburg vorher beschert. Und jetzt hier die nächste große Chance. Also wir müssen uns auf jeden Fall im Aufbauspiel verbessern. Wir dürfen da keine Fehlpässe produzieren. Weil sonst, da kassieren wir halt echt so schnell ein Gegentor. Das ist Wahnsinn. So, jetzt die Beine aber wieder. Da startet Juan Bernat, der Spanier, mit kurzen Beinen am schnellen Antritt. So, da ist Fabian Benko. Rudi. Kommt da nicht durch. Kann den Ball nicht spielen. Und dann St. Petersburg, aber die verlieren direkt wieder den Ball. So, Fabian Benko sucht Lewandowski mit diesem Ball. Allerdings wieder die Verteidigung der Gäste dazwischen. So, Arturo Vidal.
Oh, stark von Schatov, wie er diesen Ball abfängt. So, jetzt die Chance für die St. Petersburg. Da ist Suibar, da gehen schon wieder die Mitspieler durch. Bayern ist wieder nicht wirklich hinten drin. Schatov jetzt. Und dann gut geklärt hier Mats Hummels, schnappt sie den Ball. Dann kommst du jetzt ganz... Ah, der Pass war nicht gut genug. Thiago Alcantara kann ihn nicht behaupten. St. Petersburg macht Druck. Aber gut hier von Rudi. Schnappt sie den Ball vielleicht ein bisschen mit Foulspiel, aber Schiedsrichter sagt... Oh, nix. Und dann so ein Fehlpass. Wieder im Aufbauspiel. Wieder im Aufbauspiel. So ein Fehler. Aber Neuer kann diesmal sicher parieren. Mann, Mann, Mann. Was ist da los? So, weiter geht's. Fabian Benko. Thomas Müller. Müller, das sucht er natürlich die Lücke, aber das ist nicht gut. Aber Müller kämpft den Ball zurück. So, Pass in die Mitte, da ist Thiago. Thiago versucht sich selber mal. Thiago Alcantara! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber zum Torerfolg fehlen dann leider ein paar Zentimeter. Ah, der war ein... Ja, wenn er den aufs Tor bekommt, dann könnte es richtig gefährlich werden. So bleibt es aber erstmal beim 0:0. Lass mal wieder Zenit St. Petersburg zur Stelle. Schatov. Dann geht es zum Mauricio. Da ist Schulbar. Garcia, Schatov. Rafinha verliert zwar den Ball, aber Einwurf gibt es trotzdem für die Bayern. So, das war jetzt wieder gefährlich, aber gut gemacht von den Bayern in der Hintermannschaft. Und jetzt Thiago Alcantara. Außen Fabian Benko mit dabei. Der weiß natürlich, er ist noch nicht so schnell. Da ist Lewandowski. Robert Lewandowski, jetzt kommt der Pass zu Rudi. Rudi, die Chance für die Bayern. Rudi im Nachsetzen, kommt nicht durch. Wahnsinn, halbe Stunde gespielt. Wir warten immer noch auf das erste Tor der Bayern in der Champions League in diesem Jahr. So, Thiago. Also Arturo Vidal, der hat einen guten Distanzschuss, aber da stellen sich sofort zwei Spieler vor. So, da ist Rudi wieder. Rudi, guter Schuss, war verdeckt, deswegen schwer zu sehen für den Torhüter. Und dann der Fehlpass von Rafinha. So, und jetzt Achtung. Zenit St. Petersburg mit schnellem Antritt. Schatov gegen Niklas Süle. Süle macht es gut, kann zum Eckball klären. So, Ecke für den Gast. Schatov steht bereit. Bringt die auf den kurzen Pfosten. Und gibt Einwurf für Zenit St. Petersburg. So, schnell ausgeführt. Da ist Grischito. Schatov am Ball. Aber das macht er sehr gut gegen zwei Bayern-Spieler. Jetzt Achtung, Neuer ist nicht da. Uiuiui. Glück gehabt, dass da die Verteidigung so gut reagiert hat. So, und jetzt Sebastian Rudi. Fabian Benko, die Bayern können jetzt vielleicht schnell kontern. Da ist Rudi, da ist Rudi. Oh, und da kommt Arturo Vidal und dann knallt die gegenseitig aneinander. Mann, Mann, Mann. So, jetzt Zenit St. Petersburg auf der rechten Seite. 40 Minuten bereits gespielt. Die nächste Scheibe. Rafinha muss ins Kopfballduell. Das ist ganz, ganz schlecht zugeordnet. Da, wenn Rafinha in der Position ins Kopfballduell muss, ja, dann brennen eigentlich alle Lichter schon knallrot. So, Thomas Müller, was macht er jetzt aus? Müller, Flanke, weit, Benko, Benko, was will er da machen? Passen, stoppen, abschließen, keiner weiß es, auf jeden Fall war es nicht gut. So, Rudi, starker Einsatz, Einwurf gibt's trotzdem für die Gäste. So, die letzten Minuten laufen bereits in der ersten Halbzeit, immer noch kein Tor am heutigen Tage. Rudi schnappt sich da den nächsten Ball. Gefällt mir bis heute eigentlich ganz gut, Sebastian Rudi. Da ist Arturo Vidal. Das ist nicht gut. Und jetzt Zuibar. Schatov, nochmal die Chance. Aber nein, Rafinha diesmal stark im Zweikampf. Schnappt sie den Ball. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Eieiei, was ist los mit dem Bayern-Sturm?
Hemmungen im Bayern-Sturm. Also bis jetzt gab es noch kein Tor in dieser Saison. In den Pflichtspielen. Bundesliga, 2 Spiele, 0 Tore. Und jetzt hier Champions League, 1 Halbzeit, 0 Tore. Das muss besser werden, Leute. Das muss besser werden. So, jetzt erstmal Halbzeitpause. Mal schauen, wechseln wir. Nee, es sieht nur ganz gut aus. Benko werde ich zwar dann demnächst raus tun, aber jetzt geht es erstmal so weiter. Also, 2. Halbzeit läuft. Champions League, Gruppenphase, 1. Spiel. In der Gruppe D, der FC Bayern München gegen Zenit St. Petersburg. Zur Halbzeitpause 0:0. Die Bayern und St. Petersburg hatten beide Chancen, hier Tore zu machen. Keiner hat es geschafft. Aber vielleicht die Chance und Rudi sieht da natürlich Thiago Alcantara, aber der ist zugestellt. Und jetzt Achtung, oi, 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 das ist so gefährlich, da muss man mit 3 Leuten gegen einen Spieler gehen. So, jetzt Hummels, das ist nicht gut, das ist richtig gefährlich. Glück und er ist drin. Mann, das gibt es doch nicht. Zenit St. Petersburg führt. 50. Minute. Die Bayern kommen nicht rein in die Saison. Eieiei, weißt du was? Hier gut und dann direkt vor die Beine vom Torschützen. Maurizio. Und der, ja, der trifft natürlich perfekt. Ach, das gibt es doch nicht. Ja, Zenit St. Petersburg führt, 50. Minute. Schlechter Beginn in die 2. Halbzeit. So, wir bringen jetzt Tolisso für Benko. Ah, oh, ist das ärgerlich. Was soll man da? Das ist halt blöd. Man muss den Ball da rausköpfen. Weil sonst, ja, kassiert man wahrscheinlich hinten irgendwie ein blödes Tor. Und dann köpft man natürlich genau dem Gegenspieler perfekt vor die Beine, sodass er den perfekt Volley nehmen kann. Ja, das sind schon blöde Zufälle diesmal wieder gewesen. So, Gurmanat im Selbst. Die Bayern versuchen zu anwandern. Bernat. Jetzt geht natürlich wieder das Gedrücke los, wie wir schon gegen den VfL Wolfsburg hatten. Und dann, ja, dann sind es 3 Leute um einen rum. Da ist natürlich dann nichts zu holen. So, Hummels holt den Ball ab nach vorne. Ja, das ist jetzt die Marschrichtung natürlich der Bayern. So, Rudi macht heute bis jetzt ein starkes Spiel. Verliert aber auch hier den Ball. Wo bleibt der FC Bayern München? Die Tore der Bayern. Stark hier von Mats Hummels. Der Spiel ist auch relativ weit vorne mit. So, da ist Rudi wieder. Außen sucht der Thomas Müller mit diesem Pass. Finde ich auch. Müller! Oh, und der geht drüber, 58. Minute. Es läuft aber auch gerade nicht. So, Wechsel. Dani und Kokorin kommen. Juba und Yusupov gehen runter bei Zenit St. Petersburg. Weiter geht's. Halbe Stunde noch ungefähr zu spielen. Zenit St. Petersburg führt gegen den FC Bayern München mit 1:0 in der Allianz Arena. Und da ist Rudi. Juan Bernat. Und da ist Corentin Tolisso. Neuzugang von Olympique Lyon. Der hält erst den Ball. Kann den Ball nicht noch. Komm schon. Bekommt den Ball nicht weiter geleitet. Und jetzt Achtung. Oh. Da haben sie jetzt viel Platz. Alaba ist natürlich auch schon mit aufgerückt. Jetzt muss Mats Hummels da klären. Schafft er es nicht. Die Chance zum 2:0. Glück für die Bayern. Riesendusel, dass er ihn hier nicht trifft. Den Ball so wirklich. So, 63. Minute läuft. Und weiter geht's. Juan Bernat. Ach, Schmann. Nicht Alaba war vorne mit dabei, sondern Juan Bernat natürlich. Und komm schon! Was ist das für ein schwacher Pass? Ach, dann läuft. Es läuft momentan aber auch schlecht. Scheiße. So, Dani. Weiter geht's zu Schatov. Die lassen jetzt die Ball mal ein bisschen laufen. Aber gut hier von Rafinha. So, jetzt die Scheu. Komm schon. Tolisso. Jetzt muss es doch mal gelingen. Tolisso. Spitzer Winkel. Der ist drin. Na, geht doch. Das erste Tor in der Champions League. Und es ist der Neuzugang. Corentin Tolisso. Spitze Winkel, aber trotzdem mit vollem Risiko ins lange Eck. Und damit führt. Damit gleicht der FC Bayern München aus. Das Tor haben sich hart erarbeitet.
Und da ist endlich das Tor im ersten Pflichtspiel. Das erste Tor in den Pflichtspielen für die Bayern. Corentin Tolisso bringt die Bayern wieder zurück ins Spiel. Ja, die Bayern-Fans sind auch wieder wach. 22 Minuten noch zu spielen. Damit ist hier und heute wieder alles offen. Und Achtung, jetzt kommt erstmal wieder Zenit St. Petersburg. Sortiert über Schatov. Flanke ist nicht gut. So, nächste Möglichkeit zum Wechseln. 20 Minuten noch zu spielen. Rudi ist mittlerweile am Ende, der darf runter. James Rodriguez kommt, der führt auf Thiago zurück. Und wir bringen David Alaba für Juan Bernat. Der ist sehr viel gelaufen. Der ist wirklich rauf und runter gerannt. Der darf jetzt raus. So, hier sehen wir Lewandowski. Ja, nicht sein Spiel heute bis jetzt. Aber es geht ja noch schließlich 20 Minuten zu spielen. So, da ist Mats Hummels. Hier geht es zu David Alaba. Der sieht Robert Lewandowski. Den haben wir gerade noch über ihn gesprochen. So, nee, Thomas Müller. Müller legt quer. Da ist Alaba! Mit dem schwachen rechten Fuß. Schade. Schade, schade. Nächste gute Chance für den FC Bayern München endet auf dem Mittelrang. So, 15 Minuten sind es noch. Da ist Garcia. Weiter geht's zu Dani. Klar, Zenit St. Petersburg hat hier auch nur die Chance auf die 3 Punkte. So, jetzt aber erstmal Laufduell. Schatov gegen Rafinha. Rafinha ist schon viel gelaufen. Manu Neuer hat ihn sicher. Und jetzt kommt schon oben. Da hat Müller relativ viel Platz. Weiter geht's zu Thiago Alcantara. Da ist Tolisso. Da ist Robert Lewandowski. Und das ist heute nicht sein Spiel. Er kommt auch noch nicht wirklich rein, dieser. So, 12 Minuten noch. Und Niklas Süle gut geblockt, aber Einwurf gibt's für die Gäste. So, jetzt nochmal Achtung. Der Torschütze, Mauricio. Mit einem schönen Tor, muss man sagen. Also, hat echt gut genommen damals. So, jetzt Mats Hummels gut gemacht zu Thiago und ab zu Tolisso. So, und jetzt oben, komm schon, langer Ball zu Thomas Müller. Der kommt an. Thomas Müller. Nein, es ist kein Foulspiel, denn das war der Ball gespielt. Klar, Müller kann auch nicht mehr wirklich. So, Arturo Vidal. Weiter geht's über David Alaba. 7 Minuten noch zu spielen. Am heutigen Tage. So, Alaba macht er gut. David Alaba, Alaba. Weiter geht's zu James Rodriguez. Rodriguez mit der Chance und da ist der Führung. Puh, 86. Minute, die Bayern drehen das Spiel und es sind die beiden Neuzugänge, Corentin Tolisso und James Rodriguez, die machen die Tore. Bayern dreht das Spiel und führt mit 2:1. Das war ein hartes Stück Arbeit. James Rodriguez, auch sein erstes Tor im Pflichtspiel im Trikot für den FC Bayern München. Ja, schweres Stück Arbeit. So, Anstoß. Und jetzt wird natürlich Zenit St. Petersburg die letzten 4 Minuten nochmal alles nach vorne schmeißen, um hier vielleicht den einen Punkt noch mitzunehmen. Sie haben geführt, aber die Bayern sind diesmal endlich zu Toren gekommen. So, aber Achtung, da ist noch lange nichts entschieden. Eckball nochmal für Zenit St. Petersburg. Und da kommt jetzt schon fast alles mit nach vorne. So, Ecke kommt hoch rein. Neuer bleibt auf der Linie, war die richtige Entscheidung. Und jetzt Konterchance für die Bayern. Tolisso auf dem Weg nach vorne. Tolisso, sieht Thiago. Wer ist noch mit dabei? Vielleicht ein Frischer. Thiago Alcantara. Dann läuft aber James Rodriguez auch so blöd mit, dass man den nicht wirklich anspielen kann. Aber egal, das hat alles Zeit gekostet. Und die Sekunden laufen jetzt natürlich gegen Zenit St. Petersburg. Nochmal der Ballgewinn der Bayern. Da ist Alaba. Da ist Vidal. Da ist James Rodriguez. Da ist nochmal Thomas Müller. So, die letzten Sekunden laufen. Die Bayern nochmal am Ball. Brigitte holt ihn sich. War es das schon oder gibt es noch die eine Chance für Zenit? Nein, das war's. Der FC Bayern München schlägt Zenit St. Petersburg mit 1:0.
Das war ein hartes Stück Arbeit für die Bayern. Aber es hat geklappt. Die Neuzugänge haben es gemacht. James Rodriguez und Tolisso, die Torschützen. Und man hat es an Thomas Müller gesehen. Der war aufgekämpft, denn das war heute wirklich ein hartes Stück Arbeit für den deutschen Rekordmeister. Späte Tore, alle in der zweiten Halbzeit, trotzdem wichtige 3 Punkte für die Bayern. Aber wir sehen, diese Saison, die wird extrem schwer. Aber immerhin mal ein Sieg. So, hier sehen wir nochmal Lewandowski. Das war früh im Spiel. Normal muss so eine Situation schon rein, aber man kann nicht alles haben. So, hier die Statistik. Wir hatten mehr Chancen, mehr Ballbesitz. Bester Spieler heute war Thiago Alcantara. Tolisso war stark. Auf der anderen Seite auch ein paar gute mit dabei. Vor allem der Torschütze Mauricio. Ja, da haben wir gerade nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Die ersten 3 Punkte eingefahren. Wichtig natürlich für uns. Nächste Pressekonferenz, ja. Den FCA müssen wir ein bisschen verunsichern. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns in der Bundesliga wieder. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das bayerische Derby gewinnen gegen den FC Augsburg. Der erste Sieg muss her. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, bleibt's am Ball. Bis morgen. Ciao.